So, meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zurück zu Farming Simulator 220 oder Landwirtschaft Simulator 220. Beim letzten Mal haben wir hier die Karotten angebaut und die Pastinaken. Alles täuscht. Die rote Beete, genau. Und heute werden wir ein bisschen Geld machen, indem wir ein paar Bauern helfen. Oder schauen wir gleich mal rein, was wir da für Aufgaben so haben. Hier. Düngen geht natürlich am schnellsten. Man kriegt halt weniger Geld, aber geht halt am schnellsten. Und ja. Das können wir eigentlich. War das jetzt? Das können wir eigentlich machen. Dann kriegen wir die neuen Geräte. Denn bei uns dauert es ja noch ein bisschen, bis wir was ernten können. Ich glaube, das machen wir. Aber wir tun unsere Geräte leihen. Und fangen da gleich mal an mit der Mission. Dann können wir nämlich schon mal das neue Gerät hier sehen. Also das hier, was ich gerade habe, sondern das andere neue Gerät. Und ja. Mach mal kurz schnell hier noch. Also quasi der Vollerdner hier im Spiel, was die neue Fruchtarten angehen. Pastinake, rote Beete, Karotten. Ich fahre immer total falsch, sehe ich gerade nämlich dort zum Feld 57. Feld 57 ist nämlich da hinten. Und da können wir jetzt mal das neue Gerät mal begutachten, wie es funktioniert und so weiter und so fort. Und ja. Weiß ich, bin jetzt gerade im Kreis gefahren. Ah, das sind wir auch schon. Gut. So. Was haben wir überhaupt drauf? Ich habe gerade geachtet. Karotten sind da drauf. Okay. Machen wir die Abdeckung mal auf. Was ist der neue Vollerdner hier? Oh, da sieht man zum Beispiel den Motor hier drin, wie alles so funktioniert. Finde ich cool. Hat zwar Wendekreis wie so ein Panzer, aber das ist egal. Bahnhuber ist zum Beispiel Kammer, ist auch nicht so langsam, auch nicht so schnell. Passt für so ein Gerät. Und wie sieht Innenperspektive, braucht man ein bisschen länger, bis er das macht. Hallo PC, jetzt. So sieht die Innenperspektive aus. Also nicht so spektakulär, wie man eigentlich gedacht hat. Aber passt eigentlich. Ich fahre wieso die ganze Zeit in der Außenperspektive. Also ist es mir jetzt quasi egal. So, wir klappen das Ding mal aus. Und los geht's. Was, der eine ist größer als der andere, oder was? Ah, ich kann auch wieder hoch machen, okay. Das Gerät. Das Gerät werden wir uns irgendwann mal leisten können. Wenn wir die Kohle dazu haben. Ich guck gerade, ob man. Mal, ob man den nee, dann eben nicht. Ah, hier war das. Sag bloß, da muss man die ganze Zeit hinterherfahren. Rein so, hä? Da, dass man das so einfach abladen kann. Nee, da muss man tatsächlich mitfahren. Das heißt, du brauchst da auf jeden Fall einen zweiten Mann.
wo das weiterfährt. Also du brauchst quasi einen Mann, wo beim Vollerdner dabei ist, und brauchst einen Mann, wo das hier macht, okay? Das habe ich mir halt auch anders da vorgestellt. Bei der Mission legen wir auf jeden Fall drauf. Aber ist ja egal. Manchmal wissen wir es. Wir nehmen beide mit. Weißt du, was macht man eine Weile? Weiß ich nicht, aber das Spiel gibt mir keine andere Möglichkeit. Ist ja nur eine Simulation, das hat mit der Realität ja gar nichts zu tun. Da müssen wir gerade mal kurz die Zeit verändern. Sonst kostet er uns unnötig Geld. Ich hoffe, ihr kommt gut ins Wochenende bei den komischen Wetterverhältnissen, was wir gerade in Deutschland haben. Unglaublich, ja? Unglaublich. Bei uns liegt 30 Meter Schnee plus Glatteis unter drunter. Da wisst ihr ja, was dann draußen abgeht bei den Autos. Wenn ihr auch die falsche Reifen noch drauf hast. Ja, gute Nacht, Marie. Ich war ja gestern noch vom Arzt. Hatte ja mit meinem Magenproblem, habe immer noch Probleme. Es sind mehrere LKWs stehen geblieben. Wir konnten immer weiterfahren, bergauf nicht mehr, bergab auch nicht mehr. Und ja, es sind halt stehen geblieben. Die haben natürlich den ganzen Verkehr aufgehalten. Jetzt verstehe ich nicht, warum haben die LKW-Fahrer keine Winterreifen drauf? Ist doch hier in Deutschland Pflicht, bei so Wetterverhältnissen Winterreifen drauf zu haben. Warum machen die das nicht? Ich weiß, Winterreifen bei LKW sind teuer, das weiß ja jeder. Aber trotzdem blockieren dann die ganze Straße. Wenn ein Rettungswagen kommt, kann er gar nicht vorbeifahren, weil die ja keinen Platz machen können. Das ist das, was tierisch nervt. Also stand gestern auch eine Stunde im Stau, weil die LKWs nicht mehr weitergefahren sind oder konnten nicht mehr weiterfahren. Und es war richtig nervig. Ist bei der Kälte noch? Ne, das müssen wir nicht verstehen. Jedenfalls sind wir hier dabei, ein paar Karotten abzuernten hier. Die müssen wir natürlich auch noch gleich wegfahren. Verkauf noch. Und ja.
streamen heute Abend die Bands ab 18 Uhr auf Twitch. Satisfactory machen wir heute Neustart. Also von 18 bis Unendlichkeit, heute ist der Freitag. Und das seid ihr gerne ganz, ganz herzlich eingeladen. Geht einfach auf twitch.tv/christophd86. Da findet ihr meinen Kanal und da tue ich heute Abend dann Stream von Montag bis Samstag ab 18 Uhr. Also unter der Woche halt bis 21 Uhr, also immer von 18 bis 21 Uhr unter der Woche. Am Freitag ist es was anderes, samstags genauso, weil ich dann ausschlafen kann. Denn ich bin ja berufstätig noch unter der Woche und ich brauche meinen Schlaf, damit ich wieder fit bin bei der Arbeit. Und ja. Also heute ab 18 Uhr gibt es dann Satisfactory Update 8. Neuanfang, wir haben ja schon mal in der Wüste angefangen, aber die Wüste ist nicht so prickelnd, ist zwar viel Platz, die Sachen sind alle in der Nähe, aber du hast kaum Rohstoffe zum Verbrennen und so weiter und so fort. Deshalb gehen wir dann zur Grünfläche. Da ist zwar alles ein bisschen weiter weg, aber du hast halt mehr Bauplatz und hast halt mehr Rohstoffe zur Verfügung. Deshalb heute ab 18 Uhr mein Kanal gehen. twitch.tv/christophd86. Ich tue meinen Twitch-Kanal auch verlinken in die Videobeschreibung. Wenn ihr wollt, könnt ihr vorbeischauen. Und ja. Oh, warum macht das jetzt nicht? Aber wir machen es anders da. Machen es jetzt komplett anders da. Ich klemme den ab. Den klemme ich auch ab. Mache ich das Ganze einfach mal so. Er hat mir erkannt, ich muss gerade nochmal vorfahren. Er ist halt das mit dem Drehschemel-Anhänger, mit dem Peichenkern, weil ich rückwärts fahren da nicht so gut bin mit dem Drehschemel und ja. So, jetzt go. Also jetzt wissen wir, der Vollautomat, da brauchst du wirklich tatsächlich zwei Personen. Hätte man sich auch denken können. Aber wir haben ja ein Gerät an unserem Hof. Da brauchen wir keinen zweiten Mann, reicht, wenn wir alleine sind. Dauert zwar ein bisschen länger, aber die Kosten sind dann dementsprechend so hoch. Denn wir müssen jetzt einmal hier, vor allem müssen wir den Helfer bezahlen. Das geht alles von unserem Gewinn ab, wo wir dann hier erwirtschaften auf dem Feld und ja. Das ist ja nicht so cool hier. Das ist so ein bisschen uncool. Ein ganz kleines bisschen uncool. Aber nur ein kleines bisschen. Jetzt läuft hier am Stürchen bis jetzt. Oh, bist du so ein Depp? Dass sie da stehen bleiben können? Nein, er muss unbedingt weiterfahren. Jetzt aber komm.
Gas. Also wenn wir das Feld in dieser Folge fertig kriegen, mache ich es offline fertig. Und in der nächsten Zeit oder in der nächsten Let's Play-Folge gucken wir, dass die Felder mal reif werden. Ich tue dann die Zeit ein bisschen vorspulen, dass die Felder reif werden, dass wir dann Bausorab ernten können mit dem anderen Erntner, mit dem anderen Ernter, wo es hier noch gibt. Will ich jetzt mal so felsenfest behaupten. Denkt dran, lasst ein Like, ein Abo da, aktiviert die Glocke noch. Bekommt dann die Mitteilung, dass das nächste Video hochgeladen worden ist. Und da würde ich mich sehr, sehr freuen. Könnt auch einen Kommentar hinterlassen. Ich antworte ziemlich zügig, was das betrifft. Und ja. So, da bin ich auch wieder, sorry für die kleine Unterbrechung, aber es hat der Tür geklingelt und da bin ich jetzt halt mal rangegangen. Ich habe dann auch schon kurz die Fuhre zurückgebracht, wo wir gerade eben voll gemacht haben. Also das Feld wird immer kleiner. Wir sind jetzt schon bei 30% von 100% des Feldes und ja. Jö. Ich bin irgendwie von dem Vollerdner, ich weiß auch nicht, früher, ich habe gedacht, dass es wie so ein Drescher ist, er tut die Sachen speichern. Wir können da irgendwie einen Anhänger abstellen und den dann immer befüllen, aber falsch gedacht. Falsch gedacht. Also jetzt so wenig zu kriegen, übrigens ein bisschen Geld von der Mission, wir müssen ja auch noch den Helfer noch bezahlen, der hat vorhin schon 406 Euro gekostet. Ich halte von 1860 Euro ab. Kann man halt nichts machen. Das Leben ist halt kein Ponyhof. Ich finde den Vollerdner trotzdem nicht schlecht. Auch vom Design her. Ich weiß nicht, wie der in der Wirklichkeit aussieht. Ich hab sowas noch nie gesehen. Einen Kartoffelerdner habe ich schon gesehen, aber so ein Gerät habe ich noch gar nicht gesehen. Ich bin wieso kein gelernter Landwirt. Ich habe was ganz anderes gelernt. Und ich spiele es halt zum Entspannung, als Entspannungsspiel und. Ja, das macht mir auf jeden Fall Spaß hier, die Landwirtschaft ein bisschen zu betreiben mit Kühe, Schafen, Schweine, Hühner. Und hier gibt es halt keine Tiere, aber wir tun dann noch ein paar Tiere bauen, paar Stalle und, oder Ställe und so weiter und so fort. Kommt alles noch, aber wir brauchen jetzt erstmal Kohle. Ich will jetzt erstmal die Konservenfabrik kaufen und die Suppenfabrik. Also die Suppenfabrik, wo wir jetzt gerade beliefern. Und dass wir die zwei Sachen schon mal kaufen. Wenn es mal soweit ist, wenn wir mal genug Karotten und so weiter und so fort haben. Dass wir die dann halt beliefern können. Dass wir dann auch ein bisschen Geld verdienen können. Und dann können wir nach und nach sagen, komm, ich hole mir jetzt mal ein paar, Kühe. Und gucken mal, dass ich da irgendwie die BGA. Ein Auto kriegt, gibt hier eine BGA, weiß ich gar nicht, ob es hier eine BGA gibt. Wenn nicht, bauen wir uns irgendein Silo auf, in der kleinen BGA, geht ja auch. Und dann unser eigener Dünger haben und so weiter und so fort. Und ja. Es kommt alles nach und nach. Erst müssen wir die Mission abschließen, dann brauchen wir erst Geld. Geld ist es auch ein O hier im Spiel, ohne Moos nichts los, wie im wahre Leben. Wenn ihr nichts habt, könnt ihr auch nichts ausgeben. Und ja. Ohne mich nichts los. Denkt dran, heute ab 18 Uhr auf meinem Twitch-Kanal. Ich werde den Link unten in die Videobeschreibung packen. Das ist eigentlich ganz einfach. www.twitch.tv/christophd86 und das ist mein Kanal. Lasst einen Follower da, lasst ein bisschen Liebe da und ich würde mich über neue Gesichter echt freuen. Wissen wir, wo ich jetzt sage, du machst jetzt Daft von Feierabend. Hallo. Guck, das meine ich.
Die hätten die Helfer ruhig ein bisschen, Lüge machen können. Helfer braucht halt nur ein bisschen Hilfe. So, alles fertig. Helfer erfolgreich beendet. Niemals hast du die Aufgabe erfolgreich beendet. Und dann kann man ein bisschen nachjustieren hier. Das ist, was ich so gerne mache, ja, nachjustieren. So. Erstmal hinter voll. Ja, blockiert. Oh, jetzt aber. Jetzt müsstest du eigentlich laufen. Oh, jetzt. Oh, ich hasse die Regime. Das blödeste Erfindung, wo es hier auf der ganzen Welt gibt. Wie kann man nur ein Regime erfinden? Warum? Warum kann man sowas nur erfinden? Okay, die bauen nur euch. Das sind wahrscheinlich Profis, die machen das tagtäglich mit dem Regime rumfahren. Aber ich mache das nicht tagtäglich. Deshalb passe ich eigentlich auf die Dinger. Die Regime hier. Jetzt haben wir gleich 40% erreicht, hoffe ich jedenfalls mal, bei dem ganzen Feld. Das werden wir jetzt gleich sehen, wie viel Prozent wir schon erreicht haben. Welt 55 wird interessant. Da sind, glaube ich, passende Nagen drauf. Und das wird dauern, die Mission. Ich denke mal, dementsprechend kriegen wir wahrscheinlich auch viel Geld dafür, für die Mission. Und ja. Jetzt aber. Ah, ich bin voll hinten oder was? So, okay, ein Wunder. Hm.
denke mal, wie jetzt so 35 Minuten, so geht die Folge hier, weil wir halt noch mit in der Mission sind. Und durch den kleinen Aufnahmestopp, der Pause, wo ich da gehabt habe, weil der Ellbogen geklingelt hat. Ich weiß nicht, was der etwa vorhat, keine Ahnung. Was meint ihr zu der Helfer-Situation gerade im Moment hier? Habt ihr auch so ein Problem mit eurem Helfer, dass der das nicht macht, was ihr eigentlich haben wollt, dass er es nicht so genau macht, die Felder und so? Okay, das Feld ist halt ein bisschen schräg, das muss man halt auch einkalkulieren, aber der Helfer muss es eigentlich schaffen, mit der Schräge klar zu kommen. Es gibt ja nur Maps, wo gerade Felder sind. Es gibt auch Maps, wo schräge Felder sind, runde Felder, okay. Bei rund hat er halt seine Schwierigkeit, aber hier... Also eine leichte Schräge. Wenn ihr euch auch den LS22 euch kaufen wollt, ich habe unten in der Videobeschreibung, jetzt gibt es eine Werbung natürlich, unten in der Videobeschreibung die Links verpackt mit den neuen DLCs. Kriegt eine kleine Provision, ihr zahlt also nur das, was Giants angibt. Das ist die direkte Publisher-Seite, also Entwicklerseite von denen, und da könnt ihr mich mit einer kleinen Provision, wo ich dann kriege, wenn ihr was kauft, dort unterstützen. Gerade beim Code eingeben CD86 und schon bekommt eine kleine Provision. Damit könnt ihr mich unterstützen. Ihr braucht mir also nichts zu spenden. Ihr könnt mich damit unterstützen, wenn ihr das Spiel euch kaufen wollt. Ist aber kein Muss, wenn ihr sagt, oh, ich habe auf das Spiel keinen Bock. Sollt's mir nicht, guckt mir es nur an, ist auch okay. Und ja. So, 1% fehlt noch. Bei der 1%.
Die nächsten 37.000 Liter, wo wir jetzt dahin fahren. Oh, wir kommen gleich ins Schleudern. Ich weiß, ins Rutschen. Jetzt hätte ich noch gar nicht gesehen, wo ist denn der Storch? Cool. Habe ich ja gar nicht gesehen. Gut, wir erstmal den leer machen. Mit Karotten. Ich bin gespannt, wie viel die Firma noch an Karotten braucht. Ich will mal sehen, bei wie viel Prozent wir überhaupt schon sind. Ich meine schon 44%. Immerhin 44%. Moment mal, wie viel schafft eigentlich unser, war die falsche Taste, unseren Anhänger, wo wir haben? Schafft er genau 16.000 oder schafft er sogar ein bisschen mehr? Das würde mich jetzt mal interessieren, wie viel unserer schafft. Man kann mal kurz gucken, wie viel unserer schafft. Also der schafft eindeutig mehr. 12.600 Kubikmeter. Was auch immer 12,6 Kubikmeter heißen. Ich weiß keine Ahnung, wie viel das ist. Also auch komisch mal, dass sie alles in Kubikmeter, früher haben sie alles in Liter umgerechnet, das war besser. Für mich zumindest mal, denn mit Kubikmeter kann ich nichts anfangen. Ich denke mal, es sind 12.000 Liter, oder ungefähr? Da werden wir jetzt mal den Anhänger umtauschen, dass das ein bisschen schneller geht mit der Mission. Und ja. Ich weiß nur, ein Kubikmeter hat 1 mal 1 mal 1 ist ein Kubikmeter. Also nehme ich mal an, dass es dann 12.000 Liter sind. 12.600 Liter, wo da reingehen. Nehme ich mal an. Aber bestimmt weiß ich natürlich nicht. Also ich tue es halt nur, das ist halt nur eine reine Vermutung. Eine reine Vermutung ist es nur. Ob das natürlich stimmt, das weiß ich natürlich nicht. Ich bin kein Mathematiker. Ich war auch nie gut in Rechnen. Da tauschen wir gerade mal kurz den Anhänger aus. Geht ja in der Mission. Ihr seid ja gebunden, mit den Geräten zu arbeiten, die ihr gemietet habt. Deshalb stelle ich das Gerät mal kurz ab hier. Der ist ein bisschen kleiner, ich weiß nicht, ob da so viel reingeht. Nee, ist auch nicht so schlimm. Immerhin haben wir kein Drehschemel mehr, wir haben also kein Problem mehr. So, die zwei Anhänger machen wir noch voll, dann ist aber die Folge wirklich beendet. Ich tue schon wieder richtig überziehen. Das ist gut für euch, schlecht für mich. Weil es rennt dann wieder so lange braucht. Ich will ganz gerne die Folge heute noch hochladen. Und ja. Gas, mach. Zeit ist Geld.
So. Wieso hat jetzt beide Anhänger, wie ich ganz gerne noch voll machen, die da wegbringen und dann ist die Folge wenig beendet. Gerade mal gucken, ob wir da irgendwie zwischendurch passen mit unserem Traktor hier. Ich nicht. Eine blöde Situation jetzt. Hat einer wirklich den Baum wirklich gut dahin gepackt? Wieder an wie der letzte Mensch hier im Spiel. Wie der letzte Mensch stelle ich mich jetzt wieder an. Wenn es läuft, dann läuft es richtig bei mir hier. So, come on, come on. Also jetzt gibt es eine XXXL-Folge, kann ich euch jetzt schon sagen. Eine richtige XXL-Folge. War ich nicht so geplant. Aber ich will, wie schon gesagt, noch die zwei Anhänger voll kriegen. Bevor es dann mit unserem Teller weitergeht, mit dem Abbernden, dann nehmen wir aber nicht so ein Automat, dann nehmen wir unsere Maschine, wo da steht. Ich denke mal, dass die besser ist, dass die kleiner Pulk hat zum Speichern, hoffe ich jedenfalls mal. Und ja.
Also das Wetter spielt bei uns echt gerade im Moment richtig verrückt hier in Deutschland. Schnee, wo es eigentlich keiner geben soll. Im Dezember war es arschwarm, jetzt ist es wieder arschkalt. Also man merkt, der Wetteransprung. Ja, wir sind mitten in der Krise. Klimawandel ist das. Das ist Klimawandel hoch 4, was wir gerade im Moment hier erleben. Kann ich euch schon sagen. Was meint ihr dazu? Sehen wir jetzt schon Klimawandel oder nicht? Ich denke schon. Allein schon, was die Temperaturen draußen sagen. Wir haben jetzt gerade im Moment minus 3 Grad, also arschkalt draußen. Und ja. Ich mache die Mission natürlich aufs Stream fertig, dass wir uns dann um unsere Fälle wieder drum kümmern. Und ja. Tatsächlich noch was dran. Okay, ich hätte gedacht, das Ding wäre voll. Okay, das ist jetzt voll. Müssen wir irgendwo noch 3% her, 3% noch irgendwo herkriegen. 1%, komm, noch 2%. Ja, komm. Jawohl. So, dann fahren wir das wieder weg. Können wir Wasser entnehmen? Gut. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Oh, wir laden das Ding noch ab, wenn es die Folge nicht beendet. Geht wieso schon zu lange. Ich spiele halt, dass heute die Folge noch erscheint auf meinem YouTube-Kanal. Uhrzeit kann ich euch leider nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie lange mein Renderprogramm braucht. Ich muss es ja erstmal wieder rendern. Zusammenstückeln quasi. Das sind jetzt zwei Aufnahmen, gleiche Session, aber zwei Aufnahmen, wo ich dann zusammenschneiden möchte. Weil in der ersten Aufnahme mich jemand gestört hat. Und da bin ich auch ein bisschen auf Aufnahme-Stopp gegangen, statt auf Aufnahmepause. Also muss ich die zwei Sessions zusammentun in eine Session. Und also die zwei Aufnahmen in eine Aufnahme. Und ja. Das kriege ich auch noch hin. Und dass es halt heute noch hochgeladen wird. Okay. Ich hab recht, ich hab mir noch 12.600. Einer geachtet, was oben drauf steht. Ich muss jetzt gleich nochmal kurz gucken. 80% transportiert. Also mehr als die Hälfte haben wir schon geschafft. So, dann würde ich mal sagen, ist die Let's Play-Folge beendet. Schön, dass du dabei gewesen seid. Ihr denkt dran, heute Abend ab 18 Uhr.
twitch.tv/christophd86 ist mein Twitch-Kanal. Heute Abend spiele ich von 18 bis so lange, wie ich halt Lust und Laune habe. Und spielen wir dann Satisfactory auf dem Update 8. Grünland-Biom. Und ja, ich wünsche euch damit viel, viel Spaß mit der Folge. Ciao, euer Christophd86. Tschüss!